Schriftliche Rechenverfahren sind nicht besonders schwierig, sollten aber ab und an geübt werden. Und in der 5. Klasse erkläre ich das immer wieder, deshalb ein kleines Video. Für die schriftliche Addition schreibe ich die Summanden zunächst so übereinander, dass die Einer über den Einern, die Zehner über den Zehnern, die Hunderter über den Hundertern und so weiter stehen, wie ich das hier gemacht habe. Wenn ihr die Aufgaben selber rechnen wollt, empfehle ich euch, das Video kurz zu stoppen und die Aufgaben abzuschreiben. Wenn ihr jetzt wieder auf Play gedrückt habt, rechne ich einmal gemeinsam mit euch die Aufgaben durch. Ich beginne mit Aufgabe A. 9 plus 9 ist 18. Ich notiere mir die Einerstelle, also die 8, und übertrage die 1 von der 10. Dann rechne ich 8 plus 0 ist 8 plus 1 sind 9. Das schreibe ich hier direkt hin. 7 plus 3 ergibt 10. Ich notiere mir die 0 und übertrage wieder die 1 von der 10. Dann habe ich 2 plus 8 sind 10 plus 1 sind 11. Ich notiere mir die 1 und übertrage auch 1 die 10er-Stelle von der 11. Dann habe ich 0 plus 9 ist 9 plus den Übertrag sind wieder 10. Ich schreibe die 1er-Stelle hin und übertrage die 1 von der 10er-Stelle. Hier habe ich 4 plus 5 ist 9 plus 1 sind 10. Danach kommt nichts mehr, also kann ich das direkt hinschreiben. Ich kann natürlich auch, wenn ich möchte, die 1 übertragen. Und schon habe ich das Endergebnis 1.000.098. Das Ergebnis sollte ich noch doppelt unterstreichen, damit auch klar ist, dass das das Ergebnis ist. So, gleiches Spiel bei Aufgabe B. 2 plus 8, das ergibt 10. Ich schreibe die 0 hin, die 1er Stelle, und übertrage die 1. 3 plus 6 ist 9, plus 1 ist wieder 10. 0 hinschreiben, 1 übertragen. 3 plus 7 ist 10, plus 1 ist 11. 1 hinschreiben, 1 übertragen. 9 plus 1 ist 10, plus 1 ist 11. 1 hinschreiben, 1 übertragen. 0 plus 1 ist 1, plus 1 sind 2. Das schreibe ich hin. Und dann habe ich 7 plus 3, das sind 10. Also 10 hinschreiben, weil danach nichts mehr steht. Wer möchte, wie gesagt, man kann auch den Übertrag hinschreiben. Zweite Aufgabe gelöst. Ich unterstreiche das Ergebnis wieder zweimal, wie sich das gehört. Aufgabe C. Hier habe ich 3 Summanden. Das Prinzip ist aber genau das gleiche. Ich rechne. 5 plus 2 sind 7, plus 7 sind 14. Die 4 schreibe ich hin und die 1 übertrage ich. Dann geht es mit den Zehnern weiter. 2 plus 7 ist 9, plus 6 ist 15, plus 1 ist 16. 6 hingeschrieben, 1 übertragen. 1 plus 4 ist 5, plus 4 ist 9, plus 1 sind 10. 0 hinschreiben, 1 übertragen. 3 plus 6 ist 9, plus 3 ist 12, plus 1 ist 13. 3 hinschreiben, 1 übertragen. 4 plus 5 ist 9, plus 9 ist 18, plus 1 sind 19. Und ich bin fertig. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, macht den Übertrag. So, und die Summe wird am Ende wieder doppelt unterstrichen, wie sich das mit Endergebnissen gehört. Letzte Aufgabe. 7 plus 1 ist 8, plus 8 ist 16. 6 hinschreiben, 1 merken. 6 plus 5 ist 11, plus 9 ist 20, plus 1 sind 21. Die 1 schreibe ich hin, die 2 übertrage ich. 5 plus 7 ist 12, plus 1 ist 13, plus 2 ist 15. 5 hinschreiben, 1 merke ich mir. 1 plus 3 ist 4, plus 7 ist 11, plus 1 ist 12. 2 hinschreiben, 1 übertragen. 4 plus 9 ist 13, plus 1 ist 14. 4 hinschreiben, von mir aus 1 übertragen, aber das kann ich auch gleich hinschreiben. So, und damit habe ich die letzte Aufgabe gelöst. Ich unterstreiche mein Ergebnis wieder doppelt und bin fertig. Ich hoffe, ihr seid auf die gleichen Ergebnisse gekommen. Und ich habe mich nicht verrechnet. Bitte vergleicht einmal. Ja, und ich hoffe, ihr seht, dass die schriftliche Addition gar nicht so schwierig ist. Man muss sich nur daran halten, dass man es sauber aufschreibt.